Ja, liebe Kirmesfreunde, der Kirmesmarkt ist unterwegs in den Niederlanden und heute in Arnhem. Heißt doch Arnhem oder Arnhem? Ja, man sagt auf Niederländisch Arnhem, aber Deutsch ist Arnhem. Jetzt sind wir hier bei einem herrlichen Topspin. Die Schaustellerfamilie von euch heißt? Straub. Und habt ihr den neu oder habt ihr den schon länger? Ne, die haben wir übergenommen von Kohlmann. Das ist das erste Saison in Holland. Aber das ist ein Schmuckstück. Ja, doch, ja. Ich habe eine Frage, und zwar, wie wird das eigentlich gesteuert, so ein Topspin? Die Steuerung ist hier, kannst du gucken, das ist nur ein Drehknopf, und wenn ich nach links drehe, dann dreht er nach so um, und wenn ich die andere Kante aufgehe, dann geht er andersrum, und auch wie weiter nach unten, wie schneller der geht. Und wenn ich bremsen will, der Armen, dann machen wir wieder zurück auf Null. Und wenn ich die Bank, das Schaukeln stoppen will, dann mache ich das hier mit Fußbremse. Und das ist eigentlich alles. Also da ist nichts mit Automatik, da muss man alles selber steuern. Alles selber steuern, ja. Kann man das eigentlich bestimmen, wie viel Looping man macht, oder ist das immer gleich? Das ist nie immer gleich. Das mache ich auch mit der Hand, und ich kann 5, 10, aber geht auch 20 oder 30 oder 50 oder 100 oder 3 Tage, wenn ich will. Ja, 5 oder 7 Mal über den Kopf drehen und dann stoppe ich. Weil sonst kommen die alle kurz draus, ne? Und das ist also Kermes soll auch Spaß machen? Kermes muss Spaß machen. Und ganz, ganz wichtig ist, die Fahrgäste sollen ja auch wiederkommen und nochmal fahren. Deswegen nur 5 oder 7 Mal, dass das schön bleibt für alle Leute, für klein, groß. Gibt es das auch mal, dass zum Beispiel so Kirmes-Freaks kommen und dann macht ihr ein paar Mal öfter? Da mache ich ein paar Mal öfter, und dann warten die meistens, bis sie alleine drin können und so. Und dann, wenn die das fragen, ja, dann mache ich das öfter, ja. Und das ist mit Wasser? Mit Wasser, kannst du mal gucken. Ja. Das steuere ich auch noch, ja, hier. Ja. Dann muss ich auch selber steuern. Und wie funktioniert das, dass sie genau treffen, die Leute? Muss man das so abschätzen, oder? Ja, das ist, ich weiß das Punkt, wo ich dann mit der Fußbremse, dann stoppt der Bank, und dann gehe ich weiter nach unten, und dann kann ich mir alle über den Kopf spitzen. Ne? Gibt es auch Leute, die sich beschweren, warum bin ich jetzt nass geworden oder so? Na ja, nicht oft. Aber die sitzen mal drin und sagen, oh nein, scheiße, ich bin nass geworden und so, aber nicht oft. Seid ihr nur in den Niederlanden unterwegs oder auch in Deutschland? Dieses Jahr nur in den Niederlanden. Und für nächstes Jahr weiß ich das noch nicht genau. Vielleicht in Deutschland, vielleicht in den Niederlanden, aber weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Also ich denke mal, viele würden sich freuen, so den tollen Topspin in Deutschland zu sehen. Das denke ich auch, ja. Das ist ja ein Klassiker, ne? Ein richtiges Kultgeschäft. Ja, das ist das, ja. Ist von 96. Also ja, das ist ein gutes Geschäft, ja, was du gesagt hast. Wer ist der Hersteller? Der Hersteller Huss von Bremen. Das ist ja auch so eine Kultfirma, ne? Da gibt es ja nicht mehr so viel von, aber das waren ja die Kultgeschäfte. Ja, die Kirmesfreaks, die wissen, das Huss ist immer gut. Ja. Also finde ich sehr schön hier in Arnhem. Das ist kompakte Kirmes, ist nicht so weit auseinander, steht alles zusammen, und aber was da ist, ist alles schön. Stimmt, ist nicht so ein ganz großer Kirmes, aber gemütlich, oder wie sagt man das auf Deutsch? Wo seid ihr denn noch zu sehen dieses Jahr? Wir gehen hier nach Made sind wir noch, in Rosendal, Weert, Uden, Os, Venlo und Lelystad und Boxmeer und noch ein paar. Also ich denke, in Weert und Uden sind auch viele Deutsche, und da können die auch das Geschäft bewundern. Ich hoffe, dass sie alle kommen. Das hoffe ich. Eine Frage nochmal zur Steuerung. Also es wird erstmal gestartet mit... mit Handprogramm. Ich habe auch Automatikprogramm drauf, aber wenn ich Automatikprogramm mache, dann geht er nicht auf den Kopf. Das ist kein guter Runde, dann geht er nur rund. Also ich mache immer mit der Hand Start. Und dann, wenn er wieder unten ist, wenn ich fertig bin mit der Runde, dann mache ich ihn auch wieder hier aus.
Und dann stoppt er, dann parkt er sich selber rein. Und dann können Leute, dann muss da der Bügel losgemacht werden auf der Bank. Und dann können Leute wieder rein oder raus. Und ist das schwer? Muss man schon ein bisschen üben oder kann man das direkt so fahren? Nein, das geht nicht. Manche Leute denken, das ist ganz einfach und ist nur links um, rechts um Bremse. Aber alle, die denken, dass das einfach ist, komm mal vorbei und dann probier mal. Ist das eigentlich in den Niederlanden auch so, dass manche Kirmes-Freaks, die dann so ein PC-Spiel haben, dann unbedingt steuern wollen, sagen, ich kann das und ja, so? Ja, stimmt. Das stimmt ja. Die denken dann, ich habe das auf dem PC, kann ich das ganz gut. Und ja, die denken, dass das dasselbe ist. Aber das ist nicht so. Dann vielen Dank. Gerne gemacht. Vielleicht sehen wir uns nochmal in Uden oder in Wert oder. Ich denke bestimmt, wir sehen uns, wir treffen uns nochmal. So, und du zeigst jetzt den Kermes Markus, wie man richtig Topspin fährt. Ja, oder? Ja. Okay. Wie geil ist geschafft von Holland und Deutschland. Das stimmt. Mit vielen Loopings. Von wann ist denn nochmal der Topspin? Von welchem Jahr ist der nochmal? 1996. Oh. Und wir gehen. Aber sieht sehr gut noch aus, ne? Ja, ja. Also schön gepflegt, ne? Fuck you! Opa! Wow! Aber ich glaube, das muss man richtig fahren können, ne? Oder? Das ist gar nicht richtig fahren, ja. Wenn man das nicht kann, dann ist es keine gute Fahrt, ne? Nein. Ja? Alle Zeiten. Richtig geil.